Da seid ihr. Ne? Ja. Alle ganz. Auf dem Weg da oben dann. Der Suezkanal, der persönlich aus dem Kanal. Ja, gestern hat es uns das zweite Mal leider Gottes erwischt in Lakirchen und die Ortschaft Lindach. Es ist vermehrt zu Regenfällen wieder gekommen und das Ganze aber zentralisiert ein bisschen auf das Stadtzentrum und wie gesagt Lindach, die Ortschaft Lindach. Was waren die Schwerpunkte der Einsätze? Ja, vorweg das erste war natürlich die Absicherung. Es fahren relativ viele PKWs, leider Gottes noch durch überflutete Straßen. Und das war jetzt einmal die erste Prämisse zu bewältigen. Wir haben dann in der weiteren Folge dann zusätzlich Feuerwehren noch nachalarmiert und haben dann begonnen, die ersten Keller auszupumpen, wo aber dort und dort noch ein Grundwasserspiegel so hoch war, dass das Wasser wieder nachgedrückt hat. Sind es bei euch relativ viele Einsatzkräfte im Einsatz? Wie viel Einsatzkräfte circa sind da im Einsatz? Kann man schätzen, an wie viele Einsatzstunden? Ja, heute sind zum Beispiel 14 Feuerwehren mit 250 Mann in Einsatz. Wir haben ca. um die 50 Einsatzstellen heute. Die Aufräumarbeiten gehen zügig voran und Gott sei Dank wird das Wasser oder ist das Wasser jetzt da wirklich wieder weggegangen. Irgendwo ist Wasserhechen gewesen, auf und zu. Ich bin zufällig angerufen worden von Arbeitskollegen, dass bei mir unten schon über 20 cm Wasser steigen. Wir haben ins Auto reingeguckt, schaut, dass ich runterkomme. Durch das, dass wir gestern das Häusle erst fertig geschlossen haben und feinputzt haben. Und ja, im Endeffekt bin ich gekommen und hätte nur probiert, dass wir die letzten paar Sachen rausbringen. Und ja, was wir noch retten können, haben wir noch retten können und mehr ist nicht mehr gegangen. Das Wasser ist einfach zu schnell gekommen. Das Wasser ist relativ schnell gekommen. Was habt ihr dann noch gemacht an Maßnahmen? Wir haben jetzt die ganzen Elektrogeräte und die ganzen Feuchtgeräte, die wir da drin stehen gehabt haben, die haben wir geschaut, dass wir rausbringen. Die ganzen Elektrogeräte, die jetzt rundherum verstärkt gewesen sind, die haben wir noch geschaut, dass wir wegbringen. Ja, Türen zu machen. Bagger aufstellen, also alles, was wir jetzt noch gehabt haben, haben wir wieder geschaut, dass wir wegkommen. Wir haben es eh vor drei Wochen gesehen, wie es ausgegangen ist. Wir haben eh nichts genommen, sodass wir halt den Rest nur ein wenig behalten können haben. Aber ja, man ist hilflos, man kann nichts machen. Ich bin nur eine Kopie. Ich bin nicht